Liebe Mitbrüder, liebe Gläubige, in der Abtei Lambach wurde heute durch rechtmäßige Wahl Abt Maximilian neuerlich zum Abt gewählt. Als Abtpräses der österreichischen Benediktinerkongregation bestätige ich die Gültigkeit der Wahl und gratuliere ihm von Herzen.
Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Personen. Nur dann unterscheiden wir uns in seinen Augen, wenn wir in guten Werken und in der Demut eifriger sind als andere. Der Abt soll also alle in gleicher Weise lieben. Ein und dieselbe Ordnung lasse er für alle gelten, wie es jeder verdient. Wenn der Abt lehrt, halte er sich immer an das Beispiel des Apostels, der sagt: Tadle, ermutige, weise streng zurecht. Das bedeutet für ihn, er lasse sich vom Gespür für den rechten Augenblick leiten und verbinde Strenge mit gutem Zureden. Er zeige den entschlossenen Ernst des Meisters und die liebevolle Güte des Vaters. Härter tadeln muss er solche, die keine Zucht kennen und keine Ruhe geben. Zum Fortschritt im Guten ermutigt er alle, die gehorsam, willig und geduldig sind. Streng zurechtweisen und bestrafen soll er jene, die nachlässig und widerspenstig sind. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Vielmehr schneide er die Sünde schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal des Priesters Heli von Shiloh droht. Rechtschaffende und einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten zurecht. Boshafte aber, hartherzige, stolze und ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift: Ein Tor lässt sich durch Wort nicht bessern. Und auch dieses: Schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Der Abt muss bedenken, was er ist, und bedenken, wie man ihn anredet. Er wisse: Wem mehr anvertraut ist, von dem wird mehr verlangt. Er muss wissen, welche schwierige und mühevolle Aufgabe er auf sich nimmt, Menschen zu führen und der Eigenheit vieler zu dienen. Muss er doch den einen mit gewinnenden, den anderen mit tadelnden, den dritten mit überzeugenden Worten begegnen. Nach der Eigenart und Fassungskraft jedes Einzelnen soll er sich auf alle einstellen und auf sie gut eingehen. So wird er an der ihm anvertrauten Herde keinen Schaden erleiden. Vielmehr kann er sich am Wachsen einer guten Herde freuen. Vor allem darf er über das Heil der ihm Anvertrauten nicht hinwegsehen oder es geringschätzen und sich größere Sorgen machen um vergängliche, irdische und hinfällige Dinge. Stets denke er daran: Er hat die Aufgabe übernommen, Menschen zu führen, für die er einmal Rechenschaft ablegen muss. Wegen des vielleicht allzu geringen Klostervermögens soll er sich nicht beunruhigen. Vielmehr denke er an das Wort der Schrift: Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch dazugegeben. Ein anderes Schriftwort sagt: Wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Der Abt muss wissen: Wer es auf sich nimmt, Menschen zu führen, muss sich bereithalten, Rechenschaft abzulegen. Er sei sich darüber ganz im Klaren, wie groß auch die Zahl der Brüder sein mag, für die er Verantwortung trägt. Am Tag des Gerichts muss er für sie alle dem Herrn Rechenschaft ablegen. Dazu ohne Zweifel auch für sich selbst. Immer in Furcht vor der bevorstehenden Untersuchung des Hirten über die anvertrauten Schafe sorge er für seine eigene Rechenschaft, wenn er sich um die der anderen kümmert. Wenn er mit seinen Ermahnungen anderen zur Besserung verhilft, wird er selbst von seinen Fehlern geläutert. Liebe Mitbrüder, nun bitte ich euch, durch Handschlag und Friedensgruß eurem neu wiedergewählten Abt Treue und Gehorsam zu versprechen. Noch ein Segen.
So lasst uns beten. Gott, du Hirt und Lenker aller Gläubigen, schau gnädig herab auf deinen Diener Maximilian, den du wiederum zum Abt dieses Klosters bestellt hast. Lass ihn durch Wort und Beispiel seinen Mitbrüdern dienen, damit er mit allen, die ihm anvertraut sind, zum ewigen Leben gelangt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Ich darf kurz den Ritus unterbrechen. Die Gegebenheiten der Corona-Zeit geben uns nicht so viel Möglichkeit zu Kontakten. Ein Dankeschön, die Mitbrüder haben Gehorsam und Treue versprochen. Ich selber will euch auch diese Treue und den Gehorsam leben. Allen, die jetzt in der Kirche sind, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das Volk Gottes, ein Dankeschön, dass ihr uns mitbegleitet und mittragt. Und die vielen, die uns im Internet vielleicht noch sehen und hören, ich bitte euch um die Verbundenheit. Wir sind momentan alle vielleicht räumlich getrennt. Bleiben wir im Herzen verbunden und gehen wir gemeinsam im Vertrauen auf Gott den Weg unseres Glaubens, unseres Hoffens und der Liebe. So, damit es keine zu lange Ansprache wird, es ist genug gesagt, erbitten wir den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von und bis in Ewigkeit. Es sind euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.